Okay, er bringt wieder was raus. Er trägt. 18 Jahre alt, männlich. Da. Er bringt hier den Bäckern wieder was zu tun. Ein paar Brötchen. Ach nee, es war der Bäcker selber. Er hat sie abgeholt. Okay. Auch gut. Dingelskirchen. Es war ja auch die Rede darüber, ob wir es Auenland nennen. Aber ich glaube, ich bleibe bei Dingelskirchen. Oder? Auenland würde halt auch einfach passen, so von den Bergen her und so. Es ist... Ach. Ausbau der Häuser zulassen, Ausbau der Häuserdichte zulassen. Ach, das kann man aktuell... Kann man alles hier so machen. Okay. Ausbau der Häuser zulassen, ja. Aber Ausbau der Häuserdichte zulassen, mache ich mal weg. Das ist gut. Einwanderung, Details zur nächsten Einwanderungswelle. Die Zufriedenheit von 91 erhöht die Zeit um 10%. Sehr schön. Regelanpassung keine. Okay, wir lassen es mal bei Dingelskirchen. Dass die Leute immer noch hier... Das nervt. Das nervt mich echt extrem, das merkt ihr aber auch. Okay, die Holzfäller sammeln jetzt hier hinten auch. Das ist schön. Wir haben zwar einen etwas weiteren Weg, aber hey, passt schon. Zehn Steine sind schon dort. Steine haben wir jetzt auch langsam wieder ein bisschen mehr als auf Backup. Oh, die Kirche, die läutet. Okay, wie sieht's hier hinten aus? Oh ja, die ist fertig. Köhlerei. Zack, zack, zack. Drei Stück. Genau, da sind zwei drin. Das reicht erstmal. Stellt zwei Kohle, ein Eisenerz und ein Eisen wird dann gemacht. Das ist gut so. Und hier wird dann aus ein Kohle und ein Eisen Werkzeug gemacht. Schöner Produktionspfad. Okay, wie viele haben wir noch? Kann ich... Ich weiß, es ist zu früh, aber... Okay, die kann ich alle schön hinzufügen hier. Bergmänner. Wir haben erstmal genug. Erstmal genug von diesem Eisenerz. Und er braucht aber Holz. Dann brauchen wir echt eine Holzfällerhütte hier hinten auch noch. Ah, das ist eine gute Chance. Das ist eine sehr gute Chance, muss ich sagen. Das gefällt mir. Wenn wir hier hinten nämlich Eisen herstellen sowieso, dann machen wir das ganz simpel und sagen... Wir machen einfach ein Holzfällerlager mit hier daneben. Ja. Setzen das hier so hin. Ein Holzfällerlager und eine... Ein Forsthaus. Ein Forsthaus kommt... Das können wir ruhig hier oben hinsetzen. Das Forsthaus. Genau, das setzen wir hier oben hin. Und wir sagen dann Aufforstung. Wird in diesem kompletten Bereich betrieben. Ja. So. In dem kompletten Bereich. Könnte es nach hier hinten ausweiten, weil hier hinten werde ich eh nichts hinbauen. Das weiß ich jetzt schon. Genau. Aufforstung so. Und hier drüben können wir auch aufforsten. Solange wir da nicht wirklich mehr brauchen. So. Dann machen wir hier den Rand. Ja. So. Machen wir ein bisschen kleiner. Dann können wir das Ganze ein bisschen genauer betreiben. Dass der Weg schön bleibt. So. Hier ist das gleiche Spielchen. Und die Ecke hier hinten können wir noch mitnehmen, wenn wir sie schon haben. Und der Abbau wird dann gleichzeitig mit hier wieder betrieben. So. Dann haben wir so eine, ja, ich würde jetzt nicht sagen unendliche Quelle, aber immer wieder, wo man dann sagen kann, hey, Holz kommt rein. So, so gefällt mir das. Ah, vielleicht können wir da noch... Ist eigentlich egal. Eigentlich ist es ja egal. Aber... Ich mache das gerne. Wir haben ja Zeit. So, okay. Da noch ein bisschen. Das stört mich. So, so, okay. Da wird eh nichts gemacht.
Ja, hier noch ein bisschen. Und später kann man ja wirklich sagen, hey, hier hinten alles aufforsten und wieder. Ein Dorfbewohner fehlt es an Wohngebieten. Okay, soll ich Häuserdichte doch wieder zulassen? Fehlt es ihm immer noch an Wohngebieten? Ne, jetzt ist es weg. Wir beobachten den mal. Ah, das ist ein Bewohner. Was ist mit dem hier? Wohnt er auch da drin? Die wohnen alle in dem Haus, oder? Wahrscheinlich. Ja gut, hier, da wird doch schon gebaut. Da wird doch gebaut, Mann. Nee, also ganz ehrlich. Ausbau der Häuser zulassen, ja, aber Häuserdichte. Ausbau der Häuser. Ach so, dass die dann größer werden. Ich meine, die bauen ja eigentlich schon. Ausbau der Häuser lassen wir mal weg. Dass die nicht größer werden. Wir machen jetzt wirklich nur, dass die sich so hinbauen und nicht größer werden, die Häuser. So wollte ich es eigentlich ursprünglich auch haben. Forsthaus ist gebaut. Dann geben wir hier dem Forsthaus gleich mal, dem Förster mal einen Job. Ich wollte auch ursprünglich hier das Wohngebiet erweitern, aber das machen wir dann hier in diesem Eck. Beziehungsweise, ja doch, hier in der Hanglage finde ich das ganz cool. Dann machen wir hier das Wohngebiet weiter. Ja, doch. Finde ich gut. Dann ist hier oben unser Waldgebiet. Brunnen fertiggestellt. Ah ja, genau. War das der hier zufällig? Kann sein. Habe jetzt nicht aufgepasst. Okay, läuft hier schon was? Ja, die schmelzen schon. Eisenerz ist drin. Kohle haben sie auch schon. Okay. Sollen wir hier ein Lager machen für Eisen? Nee, oder? Das wäre, glaube ich, ein bisschen unlogisch. Die können sich erstmal untereinander hier vollstopfen. Und Werkzeug herstellen ohne Ende. Da müssen wir aber auch gar kein Werkzeug mehr kaufen, wenn es dann wirklich schon so weit ist. Damit sparen wir auch wieder einen Haufen Kohle. Das Werkzeug sollen die dann ruhig bis darunter tragen. Habe ich gar kein Problem damit. Windmühle fertiggestellt und zwei neue Dorfbewohner. Geilo. Windmühle. So, dann kriegt die Windmühle gleich wieder was zu tun. Okay, wir brauchen noch mehr Bewohner. Alles gut. Gehen die von hinten rein? Oder sieht das nur so aus? Ich glaube, die suchen sich schon noch den Weg nach hier vorne dann. Sehr schön. Was ist hier los? Mein Arbeitsplatz ist vollgestopft. Farm Building Part. Gucken wir mal. Das ist die Farm. 101 sind drin. Okay. Dann können die doch nicht unendlich sammeln. Aber ich weiß ganz genau, dass die Farm jetzt nicht mehr so gebraucht wird. Dann lassen wir wirklich nur einen. Die Jane bleibt Farmerin. Und wir können dann sagen, hey, du kommst gleich mal hier und wirst Müller. So. Dann hätten wir das damit erstmal erledigt. Einen Arbeitsplatz hätten wir noch. Also einen Arbeiter, besser gesagt. Die Bäckerei hat eh schon viel zu viele Semmeln. Das Brot müssen wir auch mal irgendwo einlagern. Hier ist halt voll. Brauchen wir echt nochmal einen Lagerplatz? Können die nicht mehr als 100 einlagern? Ich glaube, irgendwann ist halt wirklich die Grenze erreicht. Wir wollten noch einen Marktplatz machen. Fällt mir gerade ein. Einen netten kleinen Markt. Ach, man kann doch bestimmt auch so einen riesig geilen, coolen Marktplatz machen, oder? Da hätte ich ja verdammt nochmal richtig Bock drauf. Auf so einen richtig großen, geilen, übertriebenen Marktplatz. Aber wo setzt man den hin? Am besten irgendwo, wo die ganzen Häuser gebaut werden, oder? Hier dann. Aber das ist wieder Hanglage. Das ist wieder nicht so geil. Da bin ich ja fast schon am Überlegen, ob wir den hier hin machen, neben die Kirche. Das ist ja früher so üblich gewesen, dass sich alle so bei der Kirche versammelt haben. Wollen wir den hier hinsetzen? Dann müssen wir halt auch mal die Wohnhäuser dann hier weitermachen.
Die da oben sind ja okay versorgt. Dann machen wir hier ein zweites Wohngebiet hin. Hier so. Ja, weiten uns dann hier so aus. Ah, das wird geil. Ich habe wirklich Bock drauf. Wir machen hier einen Lebensmittelstand, ja. Machen einen Lebensmittelstand. Den setzen wir... Ich fange einfach mal irgendwo an. Wir machen hier einen Lebensmittelstand. Dann haben wir hier einen Warenstand. Na, den setzen wir hier daneben. So. Ein luxuriöser Stand. Keine Ahnung, wofür der ist. Ein blaues Zelt zum Beispiel. Ja? Ein blaues Zelt. Kann man einfach über den Stand drüber heben, oder wie? Wie ist das? Wofür ist das gedacht? Dient der Verschönerung. Ein rotes Zelt. Schild für Warenstand. Schild für Lebensmittelstand. Ja. Schild für Lebensmittelstand. So. Schild für Warenstand. Das soll ruhig ein bisschen unakkurat werden. Ich finde ja, genau das macht's ja aus. Schild für luxuriöser Stand. Ein paar Fässer. Siehst du? So. So, ein Fässer. Machen wir noch welche hin. So. Eine Sitzbank. Die zur Verschönerung. Ein Zaun. Ach ja, auch sehr schön. Die sollen ruhig... Ein Zaun. Wie kann man den... Wie könnte man den benutzen? Den würde ich fast sogar später machen, wenn man sieht, wo die Leute langlaufen. Dann kann man da den Zaun schön setzen. Noch eine Sitzbank könnten wir hinmachen. Und zwar hier. Perfekt. So, eine Sitzbank. Ich würde sogar hier welche hinsetzen, oder? So vor die Kirche. Ich weiß nicht, warum. Hat einfach was. Luxuriöser Stand. Ich weiß nicht, wofür der genau sein soll, ja? Aber wir werden ihn irgendwann brauchen. Deswegen setze ich den hier hin. Schild für luxuriösen Stand. So. Okay. Dann würde ich doch noch gerne ein paar Fässer haben wollen. Die würde ich hier dazwischen stopfen. Wenn es geht. Rein von der Optik her. So, genau. Okay. Noch ein paar Fässer. Dass die sozusagen so ein bisschen ihre Waren dort lagern. Rein optisch, ja, wie gesagt, rein optisch. So. Okay. Sitzbank, ein Zaun. Ja, mit dem Zaun, da warte ich wirklich nochmal. Rotes Zelt, grünes Zelt. Oh, das sieht ja cool aus. Okay, das finde ich jetzt echt gerade extrem geil. Da will ich wirklich genau hingucken. Dass das auch schön gerade mit hinsteht. Hinsteht. Ob das dann geht, dass die da noch reinkommen? Geht das noch? Schon, oder? Das werden wir dann sehen. Das rote Zelt ist etwas kleiner, habe ich gesehen. Hat aber auch seitliche Eingänge. Sollte also kein Problem sein. Da machen wir dann... Genau, luxuriöser Stand kriegt den blauen. Das ist ganz gut so. Und hier machen wir... ein rotes Zelt hin. Oh, das ist... Das ist fail. Okay, da muss ich nochmal ran. Halt, das wollte ich gar nicht so. Das funktioniert gar nicht so. Hm.
So, den mal gerade. So. So müsste das passen, oder? Schauen wir mal ganz kurz. Ja, das sieht doch gut aus. Das gefällt mir. Und den Textilienstand, den lassen wir mal. Den lassen wir mal so offen. Rotes Zelt, grünes Zelt gibt es auch noch. Ja gut, doch, dann machen wir da ein grünes Zelt hin. Ich dachte gerade, es gibt nur Rot und Blau. Keine Ahnung wieso. So, dann gucken wir wieder gerade drauf. Dann können wir das auch wieder ausmitteln. Ich würde fast sagen, das passt so. Okay, dann gucke ich nochmal ganz kurz. Von der Seite. Okay. Ja, das kann man so lassen. Ist jetzt nicht ganz mittig geworden, aber... nee, da nehme ich es genau. So, ich habe gerade mit mir selbst gekämpft, ob ich es so lasse oder nicht. Aber die Antwort war nein. So. So gefällt mir das besser. Das blaue Zelt ist ziemlich gut geworden, muss ich sagen. Und das rote eigentlich auch. Ja, genau das war das, was ich eigentlich wollte. Okay, zaunmäßig, wie gesagt, machen wir später. Aber wir haben einen geilen Marktplatz. Sehr schön. Baubeginn kann ich nicht, kostet 350 Gold. Gut, das mit dem Holz und so, das ist okay. Markt. Wenn ich jetzt hier schließe, bleibt das Gebäude trotzdem stehen, oder? Warte mal, mit dem hier. Ich will was ausprobieren. Wenn ich jetzt den nehme und anklippen lasse. Ach, das funktioniert sogar. Okay, dann doof. Doof gelaufen, aber hey, wir können das immer noch machen. Dass es auch dann wirklich versichert ist, dass das so funktioniert. Dass die Leute da raus und reinkommen. Ja. 350 Gold. Wir haben viel zu viele Bären. Ich wollte es nur gesagt haben. Ich will jetzt das probieren. Ja, wenn ich jetzt hier sage, Markt. Okay, der bleibt trotzdem stehen, aber der Bau beginnt nicht. Also kann man Blaupausen sozusagen machen. Auch sehr schön. So ein Prunkmarkt ist es gar nicht geworden, wie ich wollte, aber ist akzeptabel. Ich dachte, das Ganze fällt ein bisschen größer aus. Trotzdem würde ich es so lassen, weil ich das mit dem Wohngebiet mit der Idee hier ganz schön fand, ja. Das finde ich trotzdem noch gut. Okay, Mühle, wie sieht's aus? Passt. Werkzeuge, 26. Stellwerkzeuge hat kein Eisen, aber Kohle. Okay, hier wird ja das Eisenerz zu Eisen gemacht, genau. Brauchen wir noch eine Eisenschmelze? Eisen haben wir ja sehr viel. Ich würde sogar eine... Ich finde Werkzeuge halt einfach extrem wichtig. Deswegen würde ich wirklich sagen, wir bauen da noch ein bisschen aus. Wir machen hier noch... Eine Köhlerei. Direkt so. Dann eine... Eisenmähnehammer, Eisenschmelze, genau. Die könnten wir sogar hier so gegenüber setzen. Das sieht auch bestimmt sehr cool aus. Wenn wir dann hier noch so eine Schmiede hätten, wenn wir 150 Gold haben, dann würde das vielleicht sogar gehen. So, schon haben wir 150 Gold. Und zack. Okay. Eisenschmiede, Köhlerei.
Ja, mehr brauchen wir nicht. Bäume werden angepflanzt, sieht man auch sehr schön. Voll cool. Gefällt mir. Die Wilhelmine. Alles klar, Wilhelmine. Zwei neue Dorfbewohner schon wieder. Da ist ja alles voll. Warte mal, wir haben doch hier die Arbeitsplatzliste. Lagerhaus, Träger, Holzfäller. Können wir eigentlich mal wieder welche hinzufügen? Eisenmine. Warte mal, hier sind. Genau hier fehlen die ja. Mary und. Sollen wir hier noch einen Holzfäller hinzufügen? Nicht, dass es zu viele werden. Sammlerhütte da, okay, das passt. Steinmetz haben wir auch keinen. Sägewerk. Bretter haben wir genug. Das ist akzeptabel. Eisenmine haben wir zwei drin. Mehr brauchen wir eigentlich nicht. Ich würde noch ein zweites Forsthaus bauen. Ich habe das Gefühl, eine Person reicht da nicht zum Nachforsten der ganzen Sachen. Da brauchen wir aber noch 50 Gold dafür. Das ist ja nicht das Problem. Im Normalfall, wenn die ein paar Beeren oder Textilien kaufen würden, dann würde das ratzfatz gehen. Okay, jetzt geht's ab. Komm schon. Ah, komm. 47 minus 68. Wahrscheinlich. Was brauchen wir denn? Fisch. Schon wieder Fisch. Warum wollen die da einen Fisch? Wir haben keinen Fisch, Leute. Tut mir leid. Das ist mies. Sorry, ich behalte es nicht für mich. Ich habe gar nichts. Minus 46.75 Bären verkauft. Wo ist denn das ganze Geld hin? Das frage ich mich. Da auch Kleidung verkauft. Ich weiß nicht, ob der Marktstand vielleicht sogar hier besser wäre. Weil hier auch schon Wohnhäuser sind. Dann können wir die Wohnhäuser doch hier hinten hin machen. Werde ich auch so machen. Sorry, aber... das werde ich so durchziehen. Da. Dann einmal ein bisschen drehen. So finde ich das ganz gut. Die hier noch ein bisschen drehen. So. Dann können wir die Bänke nehmen. Und setzen eine Bank hier hin. Ihr merkt schon, wie es werden soll. Die Bank ist vom Winkel ganz okay. Die kommt hier hin. Dann haben wir den Stand. Oh. Okay, kann ich die Stände? Okay. Ah, es geht immer weiter. Man muss Stück für Stück erweitern. Okay. Das ist der luxuriöse Stand. Den würde ich dann schon sogar sagen, wirklich. Ja, den kann man hier hinsetzen. Ich hoffe, das geht sich aus mit dem Platz. So, Klippen. Genau. Dann haben wir hier. So, da haben wir nochmal ein paar. Die können wir später noch anordnen. Wie sieht es damit aus? Okay. Das können wir drehen. Machen wir hier hin. Und das hier. So, einmal. So. Ah, es gefällt mir. Genauso wollte ich's. Okay. Gefällt mir viel besser, wenn ich ehrlich sein soll. Okay, so. Wenn sie nicht die Wohnhäuser jetzt noch ausbauen, wie blöd, dann funktioniert mein Plan auch. Einmal das Schild bitte hier hin. Dann einmal das Schild. Essen hier hin. Und luxuriöse Gegenstände. Schild.
Machen wir ein bisschen versetzt hier hin. Damit man es besser lesen kann. Der mit seinem großen Haus hier, ja? Der nervt mich schon wieder. Ich hoffe, der Weg wird dann nicht belastet. Soll nämlich alles so bleiben. Sieht alles so schön aus. Okay, 350 Gold vorab kosten. Kriegen wir aber hin. Gefällt mir einfach so gut. Jetzt, wo ich es aber so sehe, würde ich trotzdem noch gerne was ändern. So. Noch eine Sitzbank. Ich weiß nicht, warum ich das mache, aber ich finde es einfach optisch schöner. So. So. Ich würde halt schon wirklich so eine Rundung irgendwie reinbringen. So. Und noch eine Bank. Bitte. Danke. So, dann kann ich die noch ein bisschen aufschieben. So. Das finde ich schön. Okay, Zaun. Ist dann eigentlich auch fast klar, wie wir den machen. So, der kommt. Der Zaun kommt. Ich hoffe, dass das vom Abstand her passt. Das wäre sehr cool. Okay. Und noch einen Zaun. So. Noch einer geht nicht. Das vielleicht noch ein bisschen verschieben. Ja. Sehr geil. Okay. Das freut mir. Wenn der mal fertig ist, gibt's Money. Hoffe ich mal. 300 Gold haben wir. Gut, 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 gut. 300 Gold. Gut, 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 gut. Wollten wir nicht noch irgendwas machen? Irgendwas mit Gold? Außer das hier bauen? Doch, wir wollten noch ein Dings bauen hier. Jetzt fällt es mir gerade ein. Ein Forsthaus. Weil wir die Vermutung hatten, dass das eine Forsthaus nicht reicht. Da kommt noch ein zweites hin. Dann hat eine Forsterei hier zu tun und eine hier. Und dann, ich denke mal, dann funktioniert das Ganze noch ein bisschen schneller. Ah, der Marktplatz. Oh, der ist so geil. Wohnhaus fertiggestellt. Okay. Fehlt es denn den Leuten irgendwie? 91% Zufriedenheit ist ziemlich gut, denke ich mal. 100% wäre ein bisschen übertrieben. Warenliste 81. Ach ja, stimmt, das ist unsere Warenliste. 400 Bären. Leck mich am Zückkralli. Aber die können wir dann alle hier schön verkaufen. Wir wachsen stetig. 100 Gold nur noch. Ich hoffe, dass jetzt die Produktion dann läuft, ja. Werkzeugemäßig ist schon wieder eins hergestellt worden. Aber ich glaube, da ist einfach noch schleppend, was Eisen angeht mit der Eisenschmelze. Ich schaue immer rein und wir haben halt kein Eisen. Ich glaube, das ist... Gut, es könnte auch an der Kohle liegen. Da weiß ich nicht. Hätten wir jetzt auch eine. Hm. Gut, wir haben aber dann zwei Köhlereien und wir haben zwei Schmieden. Ich meine, da sollte dann gut was vorangehen. Hoffe ich mal. Das ist halt dann unser Einkommen. Ich weiß nicht, ob der Werkzeuge kauft, der andere. Kauft, kauft. Nein, kauft keine Werkzeuge, aber verkauft Werkzeuge für 40. 10 Werkzeuge für 10. Warum ist es so teuer? Was ist das? Wein? Okay.
Und kauft fünf. Kauft Fisch für fünf. Warum muss ich das verstehen? Warum die so wenig zahlen? Dir fehlt ein Platz an Wohngebiete. Kannst mich mal. Das gibt's doch nicht. Hier ist ein kleiner Wanderweg. Das ist cool. Eisenschmelze ist fertig. Dir fehlt an Wohngebiete. Was soll ich da machen? Soll ich dir noch mehr Wohngebiet geben oder was? Ich wollte eigentlich dann erst später hinten ausbauen. Wohngebiet. Grün. Ja, dann machen wir einfach ein größeres Wohngebiet. Ist mir jetzt zu doof. Ja. Sorry, aber hier wird es ja dann eh noch besser. Oh. Dann sollen sie hier bis an die Kirche ranbauen von mir aus. Bloß nicht hinten das Ding zu bauen. Und wollen wir hier noch ein Wohngebiet hinmachen? Nee, das ist eigentlich unser Produktionsplatz. Hier könnten wir halt noch eins hinmachen, aber dann ist der Weg wieder so weit zum Marktplatz. Wir probieren es einfach. Halt. Das bleibt weg. Und hier hinten können wir noch machen. Okay, das bleibt Produktionsseite erstmal. Wohngebiet. Ist schwierig, ne? Klar, wir brauchen Wohngebiete, so ist es nicht. Voll verständlich. Einen Brunnen haben wir auch hier. Ich weiß nicht, ob die noch einen Brunnen unbedingt da drin wollen. Weil es halt ja sehr unattraktiv ist, ne? Attraktivität niedrig. Ich setze einfach mal rein spontan. Gut, der Marktplatz wäre dann ja auch fertig. Aber trotzdem setze ich einen Brunnen hier hinten rein. Hier so. Ja, hier so? Ne, hier so? Hier so. Ja, ja, ich weiß. Stein ist vollgestopft. Lese ich schon die ganze Zeit hier. Das müssten die hier sein, ne? Genau. Gut, da können wir wieder welche rausnehmen. Wenn die sowieso voll sind. Dann können wir auch wieder hier die Steinproduktion anschmeißen. Ein Steinmetz. Was ist hier? Schreiner. Brauchen wir Bretter? Nee, da reicht der eine auch. Wir brauchen Holzfäller. Aktuell brauchen wir mehr Holz. Aber wir haben... Hier oben haben wir halt Holz, ne? Was wir abhauen können. Sollen wir da oben nochmal ein Lager dann hinsetzen, dass die hier das wegmachen? Und auch zum Aufforsten freigeben? Wir brauchen halt einfach immer wieder Platz, ne? Immer wieder mehr Platz für Wohngebiete oder sonstiges, aber wir brauchen halt auch Holz. Das ist dieser Zwiespalt. Hm. Okay. Zwei neue Dorfbewohner. Sollen wir hier hinten noch? Ich hätte irgendwie schon ehrlich gesagt, ja, ich hätte schon wirklich gesagt, dass wir da noch ein Holzfällerlager hinsetzen. Vorerst. So am Wald direkt ran oder am Weg? Ich glaube, am Weg stört es am wenigsten. Gebäudeköhlerei ist auch fertig. Haben wir das hier markiert zum Abbauen? Ja. Okay. Gut, dann haben wir das damit schon mal erledigt. Köhlerei. Genau, ist einmal hier. Köhlerei. Zack, zack, zack. Dann machen wir erstmal genug Kohle. Die Schmiede ist ja auch fertig. Zwei... Null der Name. Mail 377. Okay. Genau. Forsterei. Zack. Auch noch gleich hinzufügen. Da sind zwei drin. Gut. Arbeitsplatzliste. Was sagt sie? Okay. Holzfäller. Hauen wir einen dazu, wenn wir schon was haben.
Sammler brauchen wir jetzt nicht unbedingt, haben wir genug. Da könnten wir sogar welche abziehen von den Sammlern, ganz ehrlich. Da könnten wir wirklich welche wegkauen. Weizenfarmen. Aber wir brauchen halt jetzt auch nicht mehr. Was haben wir denn hier? Eisenmine ist voll. Mit zwei Leuten ist die voll. Okay, Bergmann. Träger hinzufügen. Sammler. Bauer. Nee. Holzfällerlager ist fertiggestellt. Schön. Dann können wir unsere Leute hier mal abziehen. Lassen wir trotzdem so. Ja, lassen wir trotzdem so. Was ist immer noch los? Mein Arbeitsplatz. Barry. Okay, Bärenlager. Irgendeins ist auch langsam mal voll. Wen jetzt gewundert. Wir brauchen aber... brauchen mehr Geld. Ich will unbedingt dieses Ding hier bauen. Und Holz brauchen wir auch dafür. Wir müssen die Bretterproduktion jetzt mal stoppen. Wir haben zu viele Bretter. Hier, hör mal auf mit deinen Bretter. Wir brauchen das Holz jetzt selber. Danke. Ich glaube, die Materialien werden aber nur angezeigt, wenn die in einem Lager sind, oder? Kann das sein? War das nicht so? Weil wenn ich jetzt hier mal jetzt spontan gucke, Sägewerk, sind 31 Bretter drin. Wir gucken mal spontan. Ist das fertig? Da ist nichts drin, okay. Wie sieht's hier aus? Da sind zwei Holz drin. Wir warten einfach mal. Die bauen aber sich auch Wohnhäuser wie wild. Da kann ja nichts gehen. Bäume werden wieder angesät und wachsen schön nach. Das freut mich. Okay. Gut. Ich habe mir den Mund heute schon wieder fusselig geredet. Ich würde sagen, wir machen jetzt trotzdem mal einen kleinen Break. Ja. Ich muss jetzt erstmal was trinken. Und eine kurze Pause einlegen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, euch hat es wieder mal gefallen. Wir sind hier schon wieder, ich bin schon wieder 2 Stunden dran. Ich weiß, für den einen oder anderen ist es nicht viel, aber ich muss morgen wieder arbeiten. Ja, gut. In dem Sinne, ich würde sagen, wir lassen die jetzt hier mal tun und machen. Ihr werdet nichts verpassen. Ich werde das Ganze jetzt dann gleich speichern. Und wir haben echt viel geschafft in den guten 2 Stunden. Echt viel geschafft. Das hat mich echt gefreut. Okay, Verbesserungsvorschläge gerne unten in die Kommentare rein. Und ja, wenn euch irgendwas nicht passt, schreibt es einfach rein gerne. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Habt noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Und wir sehen uns demnächst. Ich hoffe morgen. Haut rein, gute Nacht oder guten Tag. Aber ich hoffe gute Nacht. Ciao.